zwei Stück für Sie. Danke. Ein ganzer Film mit Migrationshintergrund war damals relativ neu. Wir wussten auch noch nicht so richtig, an welches Publikum wir uns wendeten. Der Film ging nach Locarno, die Jungs gewannen alle zusammen den Preis für die besten Darsteller. Es kam die Premiere bei Filmfest Hamburg, Samstagabend, Cinemax 1. Fatih hatte damals schon 500 engste Freunde aus Altona. Meine Mitarbeiterin Julia Akin, heute übrigens präsent hier, die ist weder verwandt noch verschwägert, das musste man damals immer dazu sagen. Julia saß bei der damaligen Ticketingleiterin, Katrin Kohlstätte, immer noch beim Filmfest in einer anderen Position. Julia saß bei Katrin auf dem Schoß und zwang sie dazu, 500 Karten für kurzen Schmerzes auszuhändigen. Das Premierenpublikum hat getobt im Cinemax 1. Nach dem Hamburger Triumph ging die Truppe auf Tour. In einem nicht ganz taufrischen Bus wurde, glaube ich, 30 Städte quer durch die Republik abgearbeitet. Lokalpresse, Interviews, Vorpremieren, Publikumsgespräche. Fatih, also ein junger Anführer einer multikulturellen Boyband, zwei Mitarbeiterinnen von mir als Dompteusen dabei. Dass dies nur 16 Jahre zurück ist, ist für mich fast unfassbar. Weil irgendwie 6 Filme später hat Fatih alle großen Festivals besucht, er hat Preise in Cannes, Venedig und Berlin gewonnen und das in diesen 16 Jahren. Zwei Sachen beeindrucken mich ganz besonders, meine Damen und Herren. Zum einen, dass Fatih dabei ist, sich durch diese unterschiedlichsten Filmgenren durchzuarbeiten. Vom Gangster oder noch besser vom Gangfilm über den Roadmovie bis zum historischen Drama und dass The Cut, den wir heute Abend sehen werden, von mehreren Genres zehrt und sich sogar an das echt schwierige, weil so stark reglementierte Genre Western traut, ist nur ein schlüssiger nächster Schritt in Fatihs Werk. Und noch was, das Zweite, was mich so stark beeindruckt, dass, obwohl die Handlung von Fatihs Filme an so verschiedenen Orten spielt und der heutige Film ist noch mehr als alle anderen eine wahre Tour du Monde, da ist Fatih doch so wahnsinnig stark in Hamburg geerdet. Er ist, und er bleibt das hoffentlich noch sehr, 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 sehr lange, ein Hamburger Filmemacher, aber wie ein Seefahrer, der die Welt erobert oder sogar schon erobert hat, kommt er immer wieder nach Hause. Physisch, aber auch thematisch in den Filmen. Fatih ist geradezu besessen von der Wahrheit, sagte neulich in Venedig die Drehbuchlegende Martin Martin. Und da wir alle wissen, dass die Suche nach der Wahrheit noch wichtiger ist als die Wahrheit selbst, wünsche ich dir, mein lieber Fatih, von ganzem Herzen, dass du die noch sehr, sehr, sehr lange suchst. Der Douglas Sirk-Preis ist nicht ein Preis für das Lebenswerk. Dafür bist du, lieber Fatih, wirklich noch viel zu jung. Aber so wie wir uns erlaubt haben, den Preis an François Ozon zu geben, als dieser 33 Jahre alt war, vergeben werden gerne, in Englisch heißt es, at any point of a career, als Ehrung, als Ansporn oder auch als Dank für einen Beitrag zur Kinokultur. In deinem Fall, Fatih, ist es auch ein Dank von Filmfest Hamburg an einen Hamburger Filmemacher und auch noch einen, der bei uns so nebenbei ein ziemlich guter Gästebetreuer ist. Ach ja, und zurück zum Kosmos von Fatih Akin, meine Damen und Herren. Spätestens beim heutigen Film The Cut sehen wir, wie weit Fatihs Kosmos reicht. Sowohl im Raum, wie aber auch in der Zeit. Und Fatih, ich persönlich freue mich, dir in sehr vielen Jahren den Douglas Sirk-Preis 2.0 zu überreichen. Und der ist dann für das Lebenswerk. Amen. Wenn wir heute Abend diesen Film sehen und seinen Regisseur ehren, dann glaube ich, können wir darüber nicht hinwegsehen, dass hier Grenzen überschritten werden, die einfach nicht überschritten werden dürfen. Etwas, das, glaube ich, zu den wesentlichen Merkmalen der Filme Akins gehört, ist das Moment
Genau, der Grenzüberschreitung. Im Spiegel-Interview hat er vor kurzem über sich formuliert: Ich suche mit jedem meiner Filme die Wahrheit. Und ich bin neugierig auf Geschichten, die noch nicht oder nicht richtig erzählt sind. Wo er Verschwiegenes, Verbotenes ahnt, entzündet genau das seine Neugier. Er nimmt sich genau dieser Themen an und er hat ein besonderes Gespür für die Geschichten, die das Leben einem so präsentiert. Er bringt sie in einen ganz eigenen Rhythmus zu Bild und er hat eine klare, eine, wie man heute gerne so sagt, echte, teilweise auch sehr raue, aber auch sehr ästhetische, empfindsame Bildsprache. Es ist so viel gesagt worden und so vieles auch, was in dieser Rede enthalten ist. Deswegen schlage ich vor, sollte ich wirklich das Ding irgendwann mal 2.0 für mein Lebenswerk bekommen, kriegt ihr eine lange, lange, lange Rede. Genau. Da steht eben nur Danksagung drin, ne, für Leute, ohne die ich heute Abend nicht stehen würde, die dieses Werk mitgeprägt haben. Einige sind genannt, andere nicht. Wenn ich jetzt anfange, einige zu nennen, muss ich alle nennen. Deswegen sage ich, ihr wisst alle, Leute da im Kino, wer damit gemeint ist. Ich denke schon, dass ihr das wisst. Vielen Dank für all die Jahre, all das Vertrauen, all die Loyalität und ich freue mich auf die kommenden Jahre mit euch. Dankeschön. Ich möchte mich bei der Stadt bedanken, weil es ist ja oft so, ne, das passiert ja manchmal bei dem HSV oder dem St. Pauli, vor eigenem Stadion wird man ausgebuht, ne, bei Heimspielen, der Prophet wird im eigenen Dorf manchmal davon gejagt und so, und ihr wart nie so. Ihr als Stadt habt mich immer mit offenen Armen aufgefangen, mir immer ein Zuhause gegeben, mich immer ermutigt weiterzumachen. Vielen Dank, Hamburg. Danke. Zum Ende. Eine Sache möchte ich doch sagen zu dem Film. Und zwar, das ist von Akira Kurosawa. Ich glaube, ein Regisseur dreht seine Filme immer für sich selbst. Wenn er sagt, er macht es für ein Publikum, so lügt er. Wenn die Zuschauer den Film dann lieben, liegt es daran, dass sie dieselbe Überzeugung haben wie der Regisseur und nicht umgekehrt. Dankeschön. Thank you.